Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein kleines Secret Mount und zwar schimpft sich das einmal Otto. Otto ist ein Ottok und lasst euch nicht täuschen, der sieht jetzt relativ normal aus, wir haben aber eine Chance, dass wir den ein bisschen cooler aussehen lassen. Und zwar seht ihr schon, ich habe hier ein Toy drauf, das mir hier so Sonnen... Naja, ist eine Sonnenbrille. Ja, ich würde sagen, ist eine Sonnenbrille, ist ein bisschen getönt. Die können wir auf dem Charakter haben. Aber wenn wir diesen Buff haben, kriegt auch unser kleiner Ottok dementsprechend diese Sonnenbrille auf. Und ein Ottok mit Sonnenbrille sieht schon sehr, sehr cool aus. Ich habe erwähnt, das ist ein Secret Mount, denn ihr müsst hier ein paar Steps erledigen, um das Viech bekommen zu können. Und wie das funktioniert, das will ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes müssen wir uns diesen Buff hier besorgen. Und zwar lässiger als ihr. Und zwar ist es der, der diese Sonnenbrille bringt. Wie kriegen wir den? Und zwar brauchen wir dafür ein Spielzeug. Und das Spielzeug nennt sich Wasserschemen. Und dieses können wir über einen Beutel kriegen. Und wie wir das herkriegen, will ich euch jetzt mal zeigen. Ich befinde mich hier in der Ebene von Onara. Und zwar hier unten auf den Koordinaten 81, 71. Und hier ist es so, dass wir eine Höhle haben. Da stehen auch ein Haufen Frösche rum, wie ihr seht, vor der Höhle. Und in der Höhle ist auch ein großer Frosch. Und der große Frosch heißt dann der große Flunk. Bei dem können wir ein paar Beutel kaufen. Und zwar gibt es einen kleinen Beutel für eine Kupfermünze, dann einen mittleren Beutel für eine Silbermünze und einen so großen Beutel für dementsprechend eine Goldmünze der Insel. Diese Münzen können wir über verschiedene Wege kriegen, die alle so ein bisschen mit Angeln zu tun haben. Wichtig ist zu wissen, dass ihr diese Münzen umtauschen könnt. Ihr könnt 15 Kupfermünzen in eine Silbermünze umtauschen und 5 Silbermünzen in eine Goldmünze. Wir brauchen eine Goldmünze, heißt, wenn ihr nur Kupfermünzen habt, braucht ihr insgesamt 75 Kupfermünzen, um einen Goldbeutel kaufen zu können. In diesem großen Beutel sind dann auch verschiedene andere Sachen drin. Da kann auch eine Flasche drin sein, die ein Rezept droppt. Und das Toy ist zu 100% drin. Ich habe gerade den ersten aufgemacht für meinen kleinen Toy-Guide. Und da war direkt einmal die Sonnenbrille drin, wie ich es jetzt einfach mal nenne. Und ja, wie kriegen wir jetzt diese Münzen? Ihr könnt die Münzen durch Angeln hier auf den kompletten Dracheninseln bekommen. Die haben aber nicht so eine hohe Chance. Ich habe den ganzen Tag geangelt und hatte dann quasi genug zusammengekriegt für eine Goldmünze. Und ja, ihr seht, ein paar Dinge habe ich noch offen. Ich hatte dann irgendwie über 90 von den Kupfermünzen und 4 von den Silbermünzen mir erspielt. Und habe jetzt noch 78 über. Heißt, ihr angelt die hier auf den ganzen Dracheninseln am besten in Schwärmen. Also ihr sucht euch einen Schwarm raus und angelt den. Und wo ihr die noch herbekommen könnt, ist von den Lunkern. Hier an diesen Angellöchern könnt ihr dementsprechend immer Lunker beschwören, indem ihr, also große Lunker sind es, indem ihr ominöse Muscheln reinschmeißt. Ihr braucht immer 5 ominöse Muscheln, um einen Lunker beschwören zu können. Die Geschichte ist, wenn ihr das alleine macht, dauert das ein bisschen. Die Muscheln kriegt ihr übrigens auch von Angeln. Ne? Also angeln müsst ihr sowieso. Außer ihr geht in eine Gruppe. Es gibt diese Lunker-Farm-Gruppen, da geht ihr rein. Da sind dann alle möglichen Leute, die heißen noch Lunker-Coin-Farm, wie ihr seht. Da sind dann 30, 40 Leute drin. Alle haben dann ein paar Muscheln und die schmeißen dann diese Muscheln rein. Dementsprechend spawnt ein großer Lunker. Und von denen habt ihr dann eine relativ gute Chance, im Gegensatz zum Angeln, dementsprechend so eine Münze zu bekommen. Und wenn das halt 30, 40 Leute machen, dann spawnen die ganze Zeit die Viecher. Das geht immer bei diesen großen Oschi-Sichtungen. Auf Englisch ist Oschi quasi der Lunker. Und dann schmeißen die Leute die ganze Zeit ihre Münzen rein, stehen ewig viele und da sind ewig viele von diesen großen Lunkern da. Und die könnt ihr dann mit eurer Harpune von Iskara quasi anharpunieren. Oder ihr macht Damage drauf, aber das wollen die meisten Leute nicht, weil sonst tötet ihr die instant. Also lieber die Harpune holen und dann könnt ihr einen Haufen von den Münzen looten. Es dauert trotzdem eine Weile, aber es geht ein bisschen schneller, als wenn ihr es nur durch Angeln quasi euch spielt. Sobald ihr genug habt, könnt ihr unten bei der Höhle das Zeug umtauschen, holt euch den großen Beutel für die Goldmünze und habt euer Toy und dementsprechend den ersten Step für euer Secret Mount zusammen. Und wo wir dann hin müssen, zeige ich euch jetzt mal als nächstes. Als nächstes müssen wir dann einmal zur Küste des Erwachens und zwar hier auf die Koordinaten 20, 35. Und hier müssen wir jetzt ein bisschen tauchen. Also ihr seht, ich bin hier hinten auf dem letzten kleinen Zipfelchen. Und wenn wir hier runter tauchen, dann gibt es da eine Bubble Bart Bar oder irgendwie so ähnlich. Und zwar ist die hier unter Wasser, wie ihr seht. Also da sind ein paar Mobs, die alle freundlich mit uns sind, auch einige Händler. Und hier ist es jetzt wichtig, dass wir unser Toy einmal benutzen. Also das Toy haben wir uns geholt. Hier die Wasserschemen. Setzen wir einmal auf. Und jetzt haben wir hier so eine Tanzfläche. Seht ihr? Auf die Tanzfläche stellen wir uns drauf. Und dann fangen wir an zu tanzen und haben hier einen Debuff drauf.
tanzen bis zum Tod. Und jetzt ist es wichtig, dass wir tanzen bis zum Tod durchziehen und dementsprechend 5 Minuten abwarten. Sobald wir dann die 5 Minuten rum haben, kippen wir quasi einmal um und landen hier einmal an Land. Also das passiert dann automatisch. Und zwar, wo sind wir jetzt? Wir sind ein paar Meter weiter drüben auf den Koordinaten 20, 39. Und ihr steht dann direkt hier vor einem leeren Fischfass. Das könnt ihr anklicken, das geht aber nur, wenn ihr wirklich die 5 Minuten durchgetanzt habt da unten. Und mit diesem leeren Fischfass können wir jetzt einiges machen. Ihr seht, man kann es theoretisch auch anklicken. Um hier was reinfüllen zu können, also wir müssen das nämlich einmal auffüllen, müssen wir jetzt einige Fische angeln. Und mit einigen meine ich wirklich viele. Wo ihr die herkriegt, das will ich euch jetzt als nächstes zeigen. Als allererstes brauchen wir jetzt einen Fisch, beziehungsweise ein paar Fische, 100 Stück von den eisigen Scholle. Und die bekommen wir, wenn wir hier bei den Iskara angeln. Also wir sind einfach im Azublauen Gebirge und hier bin ich jetzt auf den Koordinaten 12, 49. Und wenn ihr das Fass im Inventar habt, dann bekommt ihr quasi hier in dem kompletten Lager zu den normalen Fischen, die ihr rausangelt, einfach nochmal zusätzlich eisige Scholle. Nicht bei jedem Cast, ich würde sagen, so bei jedem zweiten oder dritten kriegt ihr was raus. Also ihr müsst schon ein paar hundert Fische angeln, so 200, 300 mal reinkasten und dann habt ihr hier die 100 eisige Scholle zusammen. Sobald ihr 100 habt, könnt ihr das Fass einsetzen und ihr seht, hier unten kommt ein Cast. Und dann befüllen wir damit das Fass und wir bekommen ein neues, und zwar ein halbvolles Fischfass. Und damit müssen wir jetzt zum nächsten Spot weiter. Ich zeige es nochmal kurz auf der Map. Also wir sind jetzt einmal im Azublauen Gebirge und dann hier einfach unten bei dem Lager und dort einfach reinangeln. Nicht in Schwärmen oder irgendwas, sondern einfach ins normale Wasser angeln. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar müssen wir jetzt Fische in der Lava angeln. Und diese Lavafische finden wir unter anderem hier um die Obsidian-Zitadelle rum. Ich habe jetzt einfach hier in dem Bereich geangelt. Genau habe ich auf den Koordinaten 33, 64 in der Küste des Erwachens geangelt. Aber wo ihr das jetzt hier in der Lava macht, ist vollkommen egal. Ihr braucht auch nicht aus Schwärmen angeln. Genau, und hier brauchen wir insgesamt 25 Katastrophenkarpfen, schimpfen sich die. Die dauern schon ein bisschen länger, vielleicht jeder 10., 15. Cast hat so ein Ding dabei. Also hier müsst ihr schon ein bisschen angeln, um dementsprechend 25 zu bekommen. Wenn ihr die 25 Dinger habt, könnt ihr das halbvolle Fass wieder anklicken. Ihr müsst es im Inventar haben, ne? Also das müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen. Und dann wandeln wir das um. Und zwar haben wir dann randvolles Fischerfass. Und ihr merkt schon, ich habe hier so ein bisschen die Sounds lauter gestellt, dass ich mein Angelzeug nebenbei höre, wenn ich eine Serie angucke. Das kann ich euch auch empfehlen. Einfach die Sounds ein bisschen lauter stellen. Das ist natürlich hier bei den Mobs ein wenig ärgerlich. Und zwar, wenn ihr die Effekte hochstellt, dann hört ihr eure Angelsounds relativ laut. Ihr solltet nicht in Kampf kommen wie ich gerade, weil sonst fallen euch halt ein bisschen die Ohren ab. Gut, und jetzt haben wir das randvolle Fass. Und jetzt müssen wir noch an einen letzten Spot, den ich euch gleich zeige. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt oben bei der Akademie von Algeta. Und hier haben wir so ein kleines Gewässer außenrum, da könnt ihr quasi unseren nächsten Fisch angeln. Und ja, hier im Singular, wir müssen nämlich nur einen einzigen Fisch hier besorgen. Der ist aber ein bisschen tricky, da kann man schon mal eine Stunde dran rumangeln, wenn es blöd läuft. Oder vielleicht auch länger. Und zwar müssen wir jetzt mit unserem randvollen Fischfass einmal hier einen Königsfinne, oder Königsfinne der weiße Schnurwels besorgen. Und ich habe hier quasi auf diesem kleinen Steg geangelt, da steht Akademie von Algeta oben dran und wir sind hier einmal auf den Koordinaten 56, 44, ich zeige es vielleicht nochmal auf der Map. Hier unten ist das, neben dieser Brücke, die ihr hier oben seht. Und ja, wie gesagt, eine Stunde könnt ihr schon rechnen, dass das dauert, vielleicht auch länger, wenn es blöd läuft. Und dann können wir das hier mal einsetzen. Und sobald wir das umgewandelt haben, haben wir jetzt ein übervolles Fischfass. Und mit diesem übervollen Fischfass müssen wir jetzt Folgendes machen. Benutzt, bringt das Fass dorthin zurück, wo ihr es gefunden habt. Und wo war das? Naja, da wo wir in der Küste vorher waren und das uns schnabuliert haben. Da fliegen wir jetzt einmal zurück. Dann sind wir wieder zurück hier in der Küste des Erwachens. Und zwar einmal hier unten auf den Koordinaten 20, 39. Da waren wir ja schon mal und haben uns ursprünglich das Fass geholt. Und ja, hier wollen wir das wieder abgeben. Jetzt kann ich hier irgendwas klicken. Was ist das? Aktivieren? Ah, okay, da habe ich ein Zelt aktiviert. Ich glaube, das war irgendwas anderes. Wir wollen jetzt einmal hier das Fass aufstellen. Das können wir jetzt hier einfach wieder anklicken. Stellen das Ding auf. Und jetzt haben wir hier wieder ein leeres Fass und da einmal das volle. Und bei dem vollen kommt jetzt dieser kleine Otthook. Hat das jetzt wegschnabuliert, was wir in dem Fass haben. Und dann können wir einmal eine Quest quasi direkt annehmen, beziehungsweise gleich wieder abgeben. Und was gibt's da? Es gibt das schicke Mount. Und da haben wir nämlich einmal hier Otto.
Den lernen wir jetzt mal und dann schauen wir uns das mal an. Wo haben wir es denn? Otto, da haben wir den. Und ihr seht, das ist jetzt so ein kleines Mount ohne Sonnenbrille. Und wir können aber, wenn wir die Sonnenbrille bzw. das Toy mit der Sonnenbrille einmal aktivieren, dementsprechend auch hier dem Mount die Sonnenbrille geben. Jetzt machen wir einmal das Mount-Special. Bei dem kleinen süßen Otto-Mount. Ja, hat schon was. Selbes Mount-Special wie die anderen Otter. Und jetzt schauen wir mal, wo wir die Brille haben. Jetzt muss ich bloß nochmal gucken, wie die genau hieß. Das weiß ich nämlich jetzt nicht mehr so ganz, ehrlich gesagt. Irgendwas mit Schnee oder so hieß die. Nee, Wasser. Wasser. Schemenbrille, da haben wir sie. Und wenn ich die jetzt aktiviere und dann das Mount nochmal, jetzt schauen wir mal, müsste das auch diese Brille aufhaben. Und ihr seht, hier sind wir. Träger und Otter haben, oder Otto besser gesagt, hat dann dementsprechend die Brille auf. Und ja, das war's dann an der Stelle. Macht schon was her. Mount mit Sonnenbrille haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Und ja, damit sind wir durch mit dem kleinen Mount Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.